Ahoi, was geht ab, Leute? Hier. TikTok will, dass ich diesen Smashburger teste. Aber davor muss ich noch schnell in die Cryo springen. Danke, Smash. Da war ich schon mal zum Testen, weil das ist von dem Bruder, von dem YouTuber, der Lazo. Aber auf TikTok scheint der irgendwie abzugehen. Das ist schön geworden. Ich zeige euch gleich, was die alles anders gemacht haben. Ein Kollege hat erstmal Musik für mich ausgemacht. Ihr wisst, YouTube macht immer Faxen. Das ist schön. So. Klein, überschaubar. Draußen kann man auch sitzen, bei gutem Wetter. Dadurch, dass ich gerade in der Kältekammer war, ist draußen sogar ziemlich warm für mich jetzt gerade. Ich habe da was erledigt für meinen Nebenjob. Ich habe da was gedreht. Ich bin ja der Marketing-Typ und Social Media. Und ich habe halt kranke Ideen, Mann. Ich habe krasse Ideen. So, ich weiß auch schon. Menü 2. Burger 200 Gramm, Anke Smash Fries und ein Softdrink. 16,90. Klingt stabil. Sweet Potato Fries plus 2 Euro. Digga, man müsste mir 2 Euro zahlen, damit ich Sweet Potato nehme. Da haben wir es, Leute. Fries, sieht gut aus. Die sehen echt gut aus, Mann. Soße. Und der Burger, der sieht auch sehr gut aus. Das Leben eines Foodbloggers. Wir müssen uns raus in die Kälte setzen. Drin, Musik wurde wieder hochgedreht. Gut besucht. Echt gut besucht. Das erste Mal, wo ich da war, hatten die Soße auf die Pommes getan, was mir gar nicht getaugt hat. Weil dann manche Stellen matschig sind, manche Stellen haben zu viel Soße und so. Jetzt machen die es so. Top. Also ich kann nicht sagen, dass es meine Ding war. Aber so ist auf jeden Fall geil. So. Richtig geile Pommes, Mann. Schön fett und groß. Oh. Schön fleischig. Knusprig immer noch. So ist gut. Mmh. Mega. Mega. Geil. Burger-Test ohne Tati. Könnte sein, dass ihr den eine Weile nicht seht. Der hat irgend so einen Husten entwickelt aus dem Nichts. Den checkt er gerade ab, was da los ist. Und Kind Nummer 4 ist am Start. Die Tage ist es soweit. Und da fällt natürlich die Zeit für uns ein wenig weg. Schauen wir mal, was sich machen lässt, aber die regelmäßigen Burger-Tests, da kann er, glaube ich, nicht mehr am Start sein. Hin und wieder versuche ich ihn zu holen, wenn es sich ergibt. So. Selbe Soße. Ich erinnere mich, ich mochte das Fleisch, das Eigengeschmack des Fleisches letztes Mal. Salat, Tomate, Zwiebel. Gefährlich. Ganz gefährlicher. Mm. Auch eine schöne Kruste. Mm. Safe Top 3. Safe Top 3. Besser als Unique Burger letztens. Das Video ist auf TikTok irgendwie ein bisschen viral gegangen. Über 200.000 Views. Und jeder hat Anke Smash vorgeschlagen. Zu Recht. Mhm. Ist besser als beim ersten Mal. Klar, beim ersten Mal, wo ich da war, Laden neu aufgemacht. Anfangsschwierigkeiten immer. Man muss erstmal in den Flow kommen. Leichte Pfeffernote. Mhm. Soße nicht penetrant, auch wenn es relativ viel Soße ist. Tomate kommt fresh. Salat kommt auch fresh. Mhm. Mhm. Sehr schöne Kruste. Mhm. Außen Kruste, innen saftig. Der ist gut. Mhm. Mhm. Brot ist auch geil, Mann. Schau mal, ich hab's schon komplett zerquetscht. Wie dünn das jetzt noch ist. Mhm. 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 Was auch sehr gut ist, mir gefallen die Details hier. Schau mal, dieses Tütchen.
Da läuft die ganze Soße rein. Anstatt hier überall auf mich und so. Feedback gibt's in der Zentrale. Ich muss mir noch ein paar Gedanken machen, aber auf jeden Fall Top 3. Die Lage ist auch sehr gut. Wir sind hier in Schwabing. Alle anderen sind ein bisschen weiter stadteinwärts, weil ich komme aus dem Münchner Norden. Und ja, Schwabing ist halt das nächste. Perfekt für mich. Hier ist meine alte Schule gewesen. Hier ist Ohana, gute Shisha-Bar. Da ist der Louis-Paul-Park. Da gab's ein paar wilde Pokémon-Go-Videos. Uncle Smash. Rangliste, hier, Pongs, super saftig, Smash Burger Ranking, München. Ich habe den auf Platz 2 getan. 2 bzw. 3 geteilter Platz mit Fat Butcher mit 9,0 von 10 Sternen. Also 0,5 Sterne Differenz ist jetzt nichts. Also an einem guten Tag kann natürlich Fairfax Express schlechter sein und Uncle Smash besser sein. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, yo Hong, Uncle Smash ist mein Lieblingsburger in München, der ist so krass, das ist der beste Number One Baby. Dann würde ich ihm jetzt nicht sagen, Digga, was laberst du für Müll? Sondern fühle ich. Sehr schmackhafter Burger, sehr befriedigend, auch eine gute Portion. Also ich war danach gut voll, Pommes waren gut, gute Lage für mich. Kann man auf jeden Fall machen. Ich weiß jetzt nicht, wieso der auf TikTok so gehypt ist, weil auf Instagram zum Beispiel ist der gar nicht gehypt. Aber TikTok, Digga, das sind unterschiedliche Welten. TikTok, YouTube, Instagram. Und ich merke es auch immer an den Reels, weil dasselbe Reel kommt ja überall hoch. Mal läuft's da, mal läuft's da, mal läuft's gar nicht. Also es gab, glaube ich, noch kein Video, was auf allen drei Plattformen lief. Auf jeden Fall füllt sich die Liste und ich versuche regelmäßig Smashburger und Döner zu testen für euch. Damit ihr, falls ihr in München seid, Bescheid wisst. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos gerne ab, folgt mir auf Instagram und TikTok. Und ja, lasst es euch schmecken.